Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary von mir, dem Snake Whisperer. Also ich wollte eigentlich über die Rente reden, aber daraus wird wohl nichts. Und ja, eine Pause. Eine Pause wollte ich hier einfügen, aber damit um ein bisschen ja Spannung zu erzeugen. Ja, wir kommen zu dieser Aufnahmesession, die haben wir am Abend erspielt. War ein ganz guter Abend. Bier war auch da, ja, also Bier hatte ich auch ein bisschen getrunken und auch jetzt habe ich viel Bier getrunken. Also früher hieß ich mal Heinz Müller, aber darüber will ich jetzt auch nicht reden. Genauso wenig wie ich über die Rente reden will, aber das hatte ich ja bereits erwähnt. Nee, ich will eher darüber reden, ja, wie dieses Game hier gelaufen ist. Also in dieser Aufnahme Session. Nee, Spaß, jetzt einmal Hooligan. Alles klar soweit, alles in Ordnung, ja, okay, bei mir nämlich nicht, nee, keine Ahnung, mir geht die Schule ein bisschen auf die Eier, ne, auf den, gegen den Strich, aber darüber will ich auch gar nicht reden, sondern eher darüber, wie ich den Snake Whisperer letztens im Bus, am Busbahnhof getroffen habe und er mir, ja, der hat mir halt 2,50 € angedreht und dann noch einen Döner versprochen und, ja, da konnte ich einfach nicht ablehnen, ne, dieses Guest-Commentary für ihn zu machen. Und ja, natürlich, dann ist er natürlich in den Bus gestiegen, ich habe die S-Bahn genommen und so haben wir uns dann wieder getrennt, ne. Aber nun, so ist das nun mal, ne, so ist das nun mal, es läuft halt nicht immer alles so wie es sein soll. Man soll sich da auch keine Probleme machen, man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Und dann, ja. Tja, dann soll man halt klarkommen damit, ne? Oder umdrehen und nach Hause gehen. Hier wird der Snake Whisperer gestern mit der Rauchbombe. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht angehen. Ist das denn zu fassen? Wie konnte dir das nur geschehen? Wie hier? Der Snake, was macht er? Er steht auf, ist ja schon geschehen. Und er rennt an die Line, er rennt weiter und weiter und weiter. Und jetzt will er sich das Artefakt krallen. Er will es jedem beweisen. Er will der Beste sein. Er will alles und noch viel mehr. Alles und noch viel mehr wird er machen, wenn er König von Deutschland wäre. Nein, wenn er König dieser Lobby wäre. Das, was er wahrscheinlich dann auch ist. Wir werden es herausfinden. Er ist rausgeportet, rennt und scored. Unglaublich. Jetzt lässt er sich erstmal feiern, geht ganz gelassen, dieser gelassene Snake Whisperer Gang, hat einen markiert da hinten, tötet ihn jetzt, oh mein Gott, er hat ihn getötet, ich hätte es nicht erwartet, ich hätte erwartet, dass er gesmokestunt wird, nichts für ungut, da will ich jetzt aber hier kein beleidigen oder so, also das da, okay, das war jetzt vielleicht nicht sehr freundlich, aber nun ja, hier sieht er wieder ein. Er rennt und rennt und rennt und tötet auch diesen. Oh mein Gott. Unglaublich. Diese Gier, dieser, keine Angst davor, vom Gesetz belangt zu werden. Nein. Er eliminiert jeden, der ihm in den Weg kommt. Und wenn es, oh mein Gott, das ist doch unglaublich. Er eliminiert einfach jeden, der ihm in den Weg kommt. Keiner ist vor ihm sicher. Nicht einmal Zivilisten. Aber, naja, einige sind vor ihm sicher, denn Zivilisten zu eliminieren in Assassin's Creed bringt wenig. Im Einzelspieler wirst du desynchronisiert. Im Multiplayer ist das ebenfalls fatal, denn dann hast du keinen Auftrag und wirst vielleicht betäubt oder gekillt oder was auch immer. Und was macht der Snake? Was macht der Snake? Er holt sich das Artefakt! Er hat sich das Artefakt geholt! Er rennt, springt und wird eliminiert mit einer Fernwaffe, mit der schlimmsten aller Fernwaffen, mit der Pistole. Aber egal, reden wir jetzt nicht allzu lange über das Gameplay. Das Gameplay, es ist tragisch, es ist dramatisch, es hat alles, es hat Humor, es hat Dramatik pur und noch vieles mehr. Hier zum Beispiel, hier knifet er ihn, er wird vom Teamkamerad eliminiert, aber Snake stirbt, er stirbt. Es ist traurig. Ich habe leider die Beerdigung verpasst, weil ich noch einen Zahnarzttermin hatte. Aber darüber möchte ich jetzt eigentlich auch nicht reden, sondern eher darüber, wie Snake und ich zueinander stehen. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich habe ab und zu mal Golf gespielt mit ihm, Tennis
war auch manchmal dabei. Aber ich bin ehrlich, im Tennis bin ich nicht besonders gut und ich habe, glaube ich, irgendein Haar gerade irgendwo. Ach ja, das war am Mikro. Das ist natürlich unvorteilhaft, wenn Haare am Mikro sind. Das ist auch unhygienisch und irgendwie auch, ja, nicht cool. Nicht cool. Aber der Snake, er ist ein netter Kerl, sehr freundlich. Der, also ich meine, wir sind ja auch benachbart, ne? Wir gehen zusammen, ja, also manchmal, wenn ich Probleme habe, geht er manchmal auch mit mir zum Arzt, ne? Hilft mir auch manchmal hoch, wenn ich über ja, den einen oder anderen Stein stolpere. Und es ist einfach, es ist eine tiefe Freundschaft, die seit langem schon herrscht, seit ungefähr 2 Minuten oder 3. Hier, wichtige Szene, der Snake, er dreht die Kamera zur Seite, mehrmals. Was macht er jetzt? Er merkt, dass einer rüberkommt, killt ihn in diesem Augenblick. Einer springt runter und betäubt ihn. Das ist unfassbar, aber was macht Snake? Er ist erstmal betäubt, natürlich. Nun geht er die Wand hoch. Ganz langsam und dezent. Dreht sich nach vorne, dreht sich nach hinten. Dreht die Kamera nach oben. Dreht die Kamera nach links. Und dreht sie aber nicht nach rechts. Was hat das zu bedeuten? Er hat sie nach oben, nach unten, nicht nach links. Er hat sie nach links, aber nicht nach rechts gedreht. Natürlich will er seinen Gegner da hinlocken. Er will ihn rauslocken aus seinem Versteck. Aber Assassin 0603 ist ebenfalls gerissen wie ein Fuchs. Hackt ihn weg. Mit dir sein Erzfan Animus Hack erspielt, wie es aussieht. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht ist auch kleiner Hack. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Hack-Sachen nicht aus. Ich bin da auch nicht wirklich der Experte. Ich bin da nicht firm. Kenne mich da nicht so gut aus. Habe im Unterricht auch nicht aufgepasst. Darum geht es aber gar nicht. Sondern hier eher um diese Situation. Snake wird geneift. Er neift den Artefaktdieb. Wir wissen nicht, ob der Artefaktdieb tot ist oder nicht. Wir können es nur erahnen. Wir hoffen es mal. Wir hoffen es mal inständig. Aber wollen wir jetzt mal nicht über das Gameplay reden, sondern eher mehr über Snake und die Beziehung zu mir, zu euch, zu den Abonnenten und solche, diejenigen, die es noch werden wollen. Snake ist ein aufstrebender Kommentator. Er hat eine glorreiche Zukunft vor sich und ist bereits hat einige Angebote von ARD erhalten, die er allerdings abgelehnt hat, denn er ist nicht käuflich, wie im Gegensatz zu manch anderen Leuten. MIG Hooligan. Ah ja, apropos käuflich, der Snake Whisperer hat mir beim Abendessen, ja, also am Ende des Abendessens, hat er mir noch 100 Euro angeboten, damit ich dieses Commentary auch endlich mal beende. Und ich muss sagen, danke für dieses Geld. Ich werde es investieren in, ja, also ich werde es, ja, also in Kaugummi, ich gebe es offen und ehrlich zu, also ich werde es in Kaugummi investieren und möglicherweise werde ich, ja, keine Ahnung, mir vielleicht ein Eis davon kaufen, wenn noch was übrig bleibt natürlich, wenn noch was übrig bleibt. Aber wollen wir jetzt auch nicht über irgendwelche gefundenen Geschichten davon berichten. Ich habe natürlich kein Geld erhalten vom Snack Whisperer. Lediglich, er hat mich lediglich gefragt, ob ich einen Guest-Commentary für ihn machen könnte. Ich daraufhin habe mit einem gerne Ausrufezeichen geantwortet, habe behauptet, dass ich es in 2 Tagen fertig habe, habe dann doch 2 Wochen oder eine oder 2, glaube ich, so gebraucht. Das lag einfach an technischen Problemen und auch an privaten Problemen. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Aber das ist ja auch eher unwichtig, ne? Der Snake hat mich ja letzten Dienstag der Schule abgeholt mit seinem BMW und deswegen freue ich mich natürlich darüber, dass ich dieses Gastkommentar doch noch rechtzeitig beenden konnte. Und hier wird der Snake Whisperer einfach, das kann doch nicht sein, er wird wieder provoziert. Ich finde dieses Benehmen einfach nicht angebracht. Wenn man einen bereits eliminiert hat, dann soll man doch nicht provozieren. Nein, Spaß, das ist doch völlig egal, ob einer provoziert. Wie kann man sich darüber nur aufregen? Es gibt immer diese Leute, die dann sagen, provoziert nicht am Anfang des Games, das ist schlimm. Das ist ja richtig billig, Alter. Wieso sollte man nicht provozieren? Das ist doch das ist eine völlige Kleinigkeit. Es gibt immer so Leute, die sich darüber aufregen, wenn man am Anfang des Games provoziert. Oder diejenigen, die dann sagen, man provoziert nicht am Anfang des Games. Was soll man denn sonst machen? Die Hand in die Hosentasche stecken? Oder vielleicht sich die Zähne putzen? Nee. Zocker putzen sich nicht die Zähne, sie stinken. Natürlich, ne? RTL ist immer, ja. Aber egal.
Snake hat das Artefakt geholt, hat bereits das Sorgenhaus und er teleportet, er benutzt den Teleport. Rennt und rennt und rennt. Wäre fast erschossen bzw. geknifed worden, aber nein. Snake ist nicht. Snake ist halt sneaky. Snake ist eine Schlange. Ah, da fällt mir gerade auf, Snake, Whisperer und falsche Schlange. Das perfekte Paar. Nein, Spaß, wollen wir jetzt mal. Bleiben wir jetzt mal sachlich, bleiben wir mal bei den Fakten. Der Snake Whisperer, ich kenne ihn aus dem Fernsehen, muss ich auch sagen. Er hat bei ARD mitgespielt. Okay. Gut, er hat jetzt die anderen Angebote von der ARD abgelehnt, aber trotzdem hat er früher bei ARD mitgespielt. Aber ist ja eigentlich auch egal. Der Snake ist jetzt frei. Vollkommen frei. Er ist frei wie ein Vogel. Und damit erlasse ich euch in die Freiheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann halt nicht. Kann ich auch nichts dafür. Ciao.